Mantis, ich habe unglaublich viele Fragen. Ich weiß und ich habe so viele Antworten. Zum Beispiel, übernimm die Produktion. Oder, das ist nicht bloß ein Ausschlag. Oder, ja, das ist glutenfrei. Das waren jetzt nicht gerade die Antworten, auf die ich scharf war, aber vielleicht waren auch die Fragen schwach. Welche Fragen? Wie war's auf Lamentis, nachdem wir weg sind? Du hast gesagt, einige würden überleben, aber das klingt jetzt nicht so toll für die anderen. Viele der Alten sind gestorben. Sie haben sich nicht widersetzt, aber auch das Versprechen nicht angenommen. Es ist gegen ihre Natur. Tut mir leid. Muss es nicht. Das hat mir und den Kotat die Zeit verschafft, die meisten anderen zu verstecken. Sie kommt zurück, wenn die Galaxie gerettet ist. Ach, du konntest sie in den Höhlen verstecken. Ich hoffe, du hast sie vor dem Nebel gewarnt. Wie hast du Lady Hellbender zu einem Treffen auf Maklu 4 überredet? Du warst nicht mal da, als wir beschlossen haben, hinzufliegen. Sie zu überreden, euch zu verfolgen, war kein Problem. Aber dazu, dir zuzuhören, das war hart. Ich musste gruselig und mystisch werden und ihr Angst damit machen, was anderenfalls passieren würde. Du hast ihr vom Ende des Universums erzählt? Und sie hat dir geglaubt? Oh nein, zuerst nicht. Aber als ich vom Tod ihrer wertvollen Monster anfing, dann aber schon. Sie konnte ja bei ihren Babys kein Risiko eingehen. Ich bin froh, dass du bei uns bist. Oh, schön. Du bist nicht immer froh. Warum nicht? Ab und zu bin ich deine Ex-Frau. Was? Ich glaube, sie verscheißert dich, Quill. Das passiert nur ein einziges Mal, aber das ist so lustig. Oh, sie bedankt sich, weil ihr Aiden Warlock losgeworden seid. Anscheinend mag sie mich mehr. Adam Warlock? Ja, genau. Sie denkt in Blöken, schwer zu übersetzen. Hey, Rocket. Arbeitest du an was? Ich arbeite immer an was. Du hörst dir nicht meine Songs an? Nein, du hast die Musik angemacht. Kann ich dann meinen Player wieder haben? Warum? Es läuft doch schon Musik. Genau. Also brauchst du den Player nicht mehr, um dich zu konzentrieren. Du könntest sie ausschalten. Ja, aber... Welchen Teil von ich muss mich konzentrieren hast du nicht verstanden? Worauf musst du dich denn da so konzentrieren? Auf etwas, das uns vielleicht durch diese Armada um die Sacrosanct bringt. Nur falls die Schädelgräfin nicht rechtzeitig auftaucht. Oh, und das wäre? Wart's ab. Cooler Move, Drax. Mit meinem Gewicht auf dem linken Fuß habe ich mehr Kontrolle über meinen rechten Haken. Viele Leute unterschätzen immer eine ordentliche Beinarbeit. Die Konzentration auf den Oberkörper verrät den Amateur. Ganz genau. Gewichtsverteilung ist entscheidend, vor allem mit Nahkampfwaffen. Tja, Morgoths Atem, du hast völlig recht. Beeilen wir uns. Was willst du, Quill? Du siehst dich nur um, was? Okay, gehen wir. Gut mitgedacht. Nochmal ordentlich gießen, bevor es losgeht. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Er würde jämmerlich aussehen in seiner Robe. Was? Was hat er gesagt? Groot will den großen Einiger gießen. Oh! Ah. Der begossene Einiger! Der große Befeuchtete! Ich bin Groot! Bitte, Quill, ich versuche mich zu konzentrieren. Hast du dir nicht meinen Player geliehen, um dich besser konzentrieren zu können? Naja, ich kann schlecht beides gleichzeitig hören, oder? Danke, Quill, ich weiß es zu würdigen. Nicht der Rede wert. Peter Quill, Lust auf ein Sparring? Ich verzichte lieber, Drax. Ich
Ich will nicht vor dem eigentlichen Kampf schon erschöpft sein. Erschöpft? Aber das ist zum Aufwärmen. Keine schlechte Idee. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir den Hyperraum verlassen. Was ist, wenn wir angegriffen werden? Dafür haben wir Geschütze. Geschütze. Oh, ich fand's besser, als ihr euch noch nicht vertragen habt. Diese Moves werden Lady Hellbender bestimmt beeindrucken. Ich muss sie nicht beeindrucken. Der Sieg über Fin Fang Foom ist Beweis genug für meine Befähigung im Kampf. Ja, stimmt wohl. Ich bin nicht sicher, ob Lady Hellbender wirklich davon beeindruckt war, wie wir diesen Kampf geführt haben. Immerhin haben wir den Drachen versehentlich getötet, bevor Groot ihn wiederbelebt hat. Wärst du nicht von einem Mann beeindruckt, der einen Drachen schlägt? Nur wenn er es ohne meine Hilfe schafft. Diesmal wird Raker untergehen, Gamora. Versprochen. Und ich verspreche dir, dass ich Nikki da raushole, was es auch kostet. Wir werden sie rausholen. Gemeinsam. Gemeinsam. Okay, das Ende ist nahe. Nein, streich das. Die Wächter der Galaxie sind nahe. Ich muss gleich kotzen. Da wären wir wieder. Déjà vu. Täusche ich mich oder ist die Flotte jetzt doppelt so groß? Du täuschst dich. Mindestens dreimal so groß. Die größte, die ich je gesehen habe. Und jetzt? Lichter aus, Triebwerke aus und warten, dass Lady Hellbender auftaucht. Ist denn sicher, dass sie kommt? Sie ist eine Frau von Ehre. Eine Königin. Sie muss nur ihre Truppen sammeln. Und wie lange braucht sie dafür? Zu lange. Nein, wir dürfen nicht zu spät kommen. Wir müssen die Galaxie retten und Nikki. So oder so, wir müssen da rein und dieses Ritual unterbinden. Mit dieser Flotte nehmen wir es allein nicht auf. Kleiner Stoppi! Rocket! Verdammt, was machst du da, Mann? Wir müssen in die Sacrosanct dieses Ritual aufmischen, habe ich recht? Klar ist, dass wir hier draußen draufgehen würden. Also sorge ich für eine lautstarke Ablenkung. Mein Walkman! Genau, der bläst denen jetzt gleich deine komische Musik überall um die Ohren und während die suchen, wo das Gedudel herkommt. Schlittern wir ohne Triebwerke lautlos vorbei und gehen an Bord der Sacrosanct. Clever! Echt jetzt? Meinetwegen. Aber wenn wir gewonnen haben, holst du ihn mir wieder. Und jetzt komm rein! Suchen wir uns einen Parkplatz. Ha! Diese Idioten! Unser Täuschungsmanöver funktioniert. Tu doch nicht so überrascht. Wir werden meine Musik zurückholen, sobald es hier alles vorbei ist. Sorry, Quill. Sie werden sie wahrscheinlich in Stücke schießen, wenn sie sie gefunden haben. Dann sollten wir dafür sorgen, dass dieses Opfer sich lohnt. Könnten wir es bitte anders nennen? Flüstern wir überhaupt? Ich bin gut. Ich weiß, dass sie da draußen sind, aber sie hören uns nicht durch den Schiffsrumpf. Trotzdem flüsterst du noch. Weil ich nicht der sein will, der die verflagte Schuld hat, wenn sie es doch hören. Aber sie können nicht. Klar, wenn sie es hören können. Thank you.
Morgoths Atem. Wow! Ja! Lady Hellbender ist eingetroffen! Wächter der Galaxie, kommt raus aus eurem Versteck! Die Monsterlords von Sekhnath 9 dürsten nach Krieg! Wir verstecken uns nicht! Wir schleichen! Weil wir lebend an Bord der Sacrosanct kommen müssen! Dann werden wir hier draußen so viele abschlachten, wie wir können, während ihr euch hineinkämpft. Fresst, meine Kinder! Brecht ihre kläglichen Panzer auf und ergötzt euch an dem süßen, weichen Fleisch darin! Das ist so Metal! Okay, Leute, nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke. Los, knacken wir die Sacrosanct. Die Landebucht ist unser Weg rein, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz vor uns. Vielleicht können wir uns reinsprengen. Das kann. Wir stehen unter Beschuss! Lass dich nicht treffen, Will! Ich hab den Typen erwischt! Meine Klingen sind hier nutzlos, Peter Quill! Das wollte ich auch gerade sagen! Direkter Treffer! Das ist verrückt! Lass dich nicht mehr treffen, dann gibt's auch keinen Schaden! Hilfreich, danke! Das nenne ich einen ordentlichen Kampf! Das war ein Treffer! Ich glaube, du kriegst endlich raus, wie man sie fliegt, Will! Was meinst du mit endlich? Erwischt! Er ist erledigt! Hab ihn markiert! Das haben sie gespürt! Wo das herkam, gibt's noch mehr! Ja, unfair! Vorsicht! Hey, hat jemand einen Schaden von der Explosion gesehen, die ich bei unserem letzten Besuch ausgelöst habe? Oh ja, kleiner Struppi, das stimmt. Oh nein, Moment. Andere Zeit. Hol mir das Beste aus dieser Ablenkung heraus. Ich dachte, du würdest dir lieber Fums Amoklauf ansehen. Einer weniger. Ja, sie sind schnell. Kill bestätigt. Sicher, dass du sie fliegen kannst? Ja, manchmal. Moment, vielleicht solltest du... Zu den Waffen, der Feind nähert sich. Rocket, ein Zeichen von Warlock? Ja, mein Tracker zeigt Goldarsch in der zentralen Felsformation an. Wir müssen raus aus diesem Hangar. Das ist aus dem! Ich hab den...
geknallte Ehre verdient zu klopfen. Diese verfehlten Seelen wissen nicht, was Schluss ist. Ihr habt's gehört, immer drauf, bis sie platzen und knacken. Das ist gerade wirklich meine Sarge, Rocket. Wir wissen dein Opfer zu schätzen, Peter Quill. Wieder ein Kultist eliminiert. Durchgeknallte Ehre verdient es. Diese Glaubensketten sind instabil. Vielleicht sollten wir uns doch nicht neben sie stellen. Auf den Präsentierteller! Natürlich glaube ich an unseren Sieg. Wir sind doch die Wächter, oder nicht? Was jetzt, Peter? Ein Fanatiker weniger! Binde sie fest, Groot! Bombenlohr, Rocket! Gamora, okay! Mistschädel! Verschwinden wir von hier! Wie nah sind wir dran? Überhaupt nicht! Deshalb müssen wir in Bewegung bleiben! Verdammt! Sie haben die Irrenelite angefordert! Wenigstens haben sie uns den Aufzug gebracht! Rocket! Volles Programm! Drax, erledige sie! Gamora! Scheiße! Die Jungs müssen wirklich an ihrer Gastfreundschaft arbeiten! In manchen Kulturen gilt das hier als Gastfreundschaft! Ich bin gut! Genau! Der schwebende Freak repariert den Rest! Und drauf, Trash! Und führe deinen Zahn! Verstärkt ihn! Was war uns? Hoffentlich weiß Mantis wirklich, wie man unser Schiff fliegt. Mein Schiff! Moment! Hast du gerade unser gesagt? Solange die Schiffe uns nicht entdecken, sollte alles okay sein. Ich vermisse gerade wirklich meine Songs, Rocket! Du brauchst ein Schwert, Peter! Wenn du den Rhythmus drauf hast, tanzt du zu deinen eigenen Songs. Diese Glaubensketten sind instabil! Vielleicht sollten wir uns doch nicht neben sie stellen! Groot, kommt rein hier! Bald wird Lady Hellbender dieses Schiff Stück für Stück in Flammen aufgehen. Wie können wir sicher sein, dass sie Warlock nicht konvertiert haben? Es würde erklären, warum sie ihn gefangen genommen und nicht einfach getötet haben. Und es wird jede Menge Glaubensmist in diesen Ort geblasen. Er hätte uns fast alle fertig gemacht, als er traurig war. Wenn sie ihn umgedreht haben, dringen wir auch in seinen Geist ein und reparieren ihn. Also ich spring nicht in das Versprechen dieses Freaks. Stellt euch das mal vor. Spiegel, soweit das Auge reicht. Kämme ohne Ende und billige Haarpflegeprodukte. Du benutzt auch Haarpflegeprodukte. Ich sagte billige. Eine große Auswahl nutzen. Mantis, nicht trudeln! Warum trudelt sie? Kümmert euch nicht darum, wie ich fliege! Schießt lieber ordentlich! Ihr lernt meine neue Leute kennen! Sie sind schon da, Mantis! Oh, grüßt sie von mir! Die himmlische Madonna lässt sich. Ich würde gern wissen, wie sie so viele Uniformen so kurzer Zeit anfertigen konnten! Vielleicht gibt es irgendwo auf dem Schiff einen riesigen Kleiderschrank. Leute kämpfen ohne jede Furcht und sind dem Versprechen komplett erlegen. Und wo sie herkommen, gibt's noch Millionen mehr. Hoffentlich können Mantis und Lady Hellbender die meisten draußen befestigen. Hey, hier kommen wir durch. Kommst du, Quill? Die Tür ist verflockt. Mist. Wir müssen diesen Weg nehmen. Versuch mal, sie zu überladen. Sind sie immer noch wütend auf uns? Okay, okay. Tut uns leid, dass wir beim letzten Mal so viel Unordnung gemacht haben. Tut es nicht! Spürst du das? Sagen die sagen uns, wo Warlock ist? Das wissen sie gar nicht. Der Tracker funktioniert einwandfrei. Bei dem war mehr als nur das Gehirn im Eimer. Diese verwirrten Seelen wissen nicht, was Schluss ist. Ich werde das genießen.
Stoff grenzt ihr Potenzial! Wenn wir siegen, haben wir das erste Wahlrecht beim Berg, oder? Das sieht mir die Hellbänder möglicherweise anders! Wir haben wieder Unordnung gemacht! Ich bin Groot! Groot hat recht! Sie haben angefangen! Ist ein großer Kult, die haben bestimmt Hausmeister! Ich bin Groot! Drax, Groot denkt, du hättest dein Jägerzeichen für diesen Ort aufspannen. Oh gut, da kommt die Kunstkolonne! Der Drax ist da hinten, Jungs! Ich glaube nicht, dass diese Leute Haus haben. Ich finde, das war eine durchaus kontrollierte Rolle. Für die Käfer-Lady, meine ich. Kannst du sagen, was für Warlock ist? Das wissen sie gar nicht. Der Tracker funktioniert einwandfrei. Ich würde gern wissen, wie das so funktioniert. Vielleicht gibt es irgendwo auf dem Schiff einen riesigen Kleiderschrank. Ich mach kurzen Prozess mit diesen irren Kultisten! Durchgeknallte Ehre verdienen es! Ohren zu halten! Überleg nur, was für ein Chaos Lady Hellbender jetzt veranstaltet! Fum hat mittlerweile wahrscheinlich die halbe Armada zerlegt! Mach sie fertig, Gamora! Es wird mir Spaß machen! Oh. Du sagst es, Kumpel. Sie werden mit allem angreifen, was sie haben. Und wir weichen aus. Ah, na also, hier geht's lang. Komm schon. Star-Typ, was bedeutet das blitzende orange Licht auf deiner Steuerung? Welches? Das unter dem Klebeband. Oh, jetzt ist es gelb. Jetzt wieder orange. Gelb. Ignorier es einfach, Mattis. Du hast meine Warnleuchten überklebt? Sie haben mich abgelenkt. Klebebandprivilegien entzogen. Es ist mein Klebeband. Ja, das entsetzte Gesicht unserer Feinde sehen, wenn Fit-Fang-Foom anfliegt, um sie zu verschlingen. Wahrscheinlich haben wir genauso ausgesehen. Unsinn, wir haben die ganze Zeit über gelächelt. Nein, nur du. Hochziehen! Siehst du, hab ich doch gesagt! Gut mitgedacht! Pflanz deine Füße einfach in den Boden, Kumpel! Du kannst das! Immerhin regnet es nicht! Beschreiß nicht!
Großartig. Jetzt? Wo ist er? Ah, hab ihn. Goldjunge ist da drüben. Gehen wir. Ich bin gut. Genau, wir spazieren jetzt durchs All. Ist unsere einzige Option. Tja, ich hab da eine Theorie. Yep, künstliche Schwerkraft. Klar, so ein großer Kahn braucht das für Wartungen und so. Mann, ist das abgefahren. Stopp. Okay, los, los, los. Seht ihr? Nichts dabei. Ja, das Signal kommt von irgendwo in diesem verdammten Riesenfelsen. Okay, es geht los.